So, meine Freunde, willkommen zum neuen Part, zum neuen Party von Let's Play DreamWorks Dragons. Und es geht weiter hier. Ich bin sehr gespannt. Ja, genau. Willkommen zum DreamWorks Dragons Part hier. Nicht wundern, weil es ein bisschen unscharf ist. Das liegt nicht mal, das liegt noch nicht mal an mich. Das liegt an dem Spiel hier, weil es ist echt auch neblig in diesem Spiel. Zumindest ist ja das Spiel gerade, das Ganze aufgenommen hier, also ich nehme gerade, also das Spiel ist halt, das Spiel hat gerade hier eine Aufnahme, also das Spiel nimmt ja gerade seinen Spielfortschritt hier auf und es ist zumindest da ein bisschen neblig. Ich weiß ja nicht, ob es auch im ganzen Spiel neblig ist, aber wir werden schon sehen, wenn ich gleich mich bewegen werde und wenn ein paar Leute auch gleich sagen hier in den Spiel, ja, es ist neblig, dann ist es ja auch da im Spiel richtig neblig. Wir gucken mal, aber egal. Und jetzt haben wir gerade entdeckt, wir haben beim letzten Part gesagt, ja, es wird spannend, habe ich gesagt, es wird spannend und wir werden auf jeden Fall ganz, ganz gute Laune auch bekommen hier und es wird einfach reden, es wird einfach auf jeden Fall der Shit jetzt noch hier passiert in diesem geilen Part auch hier. Ich habe beim letzten Part aufgenommen, ein bisschen Krempel und da ein bisschen Krempel, aber jetzt wird echt noch ein bisschen spannender, weil ich jetzt noch mehr Blind kenne und jetzt wird es ein bisschen mehr Blind Aufmerksamkeit gebe hier auf meinen oder auch einfach in diesem Party oder auch einfach auf diesem coolen Projekt oder auch einfach in diesem kleinen Moment gibt es einfach ist ja ein bisschen mehr Story, was ich auch einfach nicht so gut kenne. Ich bin sehr gespannt, also let's go und ich bin sehr gespannt, was uns einfach jetzt erwarten wird hier. Und der gute Scribble, der haben wir ja auch so genannt, egal, der macht einfach jetzt hier ein Hinox, der macht einfach jetzt Hinox. Ich kenne den Hicks. Ich meine, der macht jetzt den Hicks-Ersatz, kann man sagen, aber ist egal. Verbindung zum Joy-Con wurde einfach jetzt wieder erschaut. Ach so, okay, es war doch nicht nämlich. Ach, ich habe meine Fresse. Ich dachte, es wäre nämlich gewesen wegen diesen Drecks-Joy-Con. Ach, egal, ist egal. Komm, ich dachte, es wäre wegen der Nebigkeit hier nämlich und nicht wegen Joy-Con. Aber es war wohl nur ein Joy-Con-Problem, deswegen war es so nämlich. Aber egal. Und wegen dem Problem von den Joy-Cons hat man es so nämlich gemacht. Aha, gut zu wissen, aber ist egal. Astrid, hier ist sehr gut. Brauchst du Hilfe? Astrid, brauchst du Hilfe? Nee, Sturmfall und ich kriegen das schon hin. Folgst du diesem Mädchen mit den blauen Haaren? Welchen? Ach, meinst du diesen Mann da oder diesen Jungen, den ich beim letzten Mal gezeigt habe, diesen blauen Typ da? Aber der hat doch keine Haare, der hat doch keine lilanen Haare gehabt. Egal, alles klar, gut zu wissen. Ist sie hier vorbeigekommen? Ich glaube, sie könnte hinter dem stecken, was mit den Drachen in der Gegend passiert. Ja, sie ist durch die Türen da oben gegangen. Ah, okay, gut zu wissen. Achso, ich dachte, es wäre Dreck, aber es ist kein Dreck. Es ist eine Schrift. Nicht von mir. Es ist eine gerissene Markierung, aber es ist halt nur Spaß gemacht. Es wurde aus Applikationen so gemacht. Nicht ich war schuld, aber ist egal. Ich war ja nicht schuld. Das war ja die Idee von den Entwicklern, nicht von mir. Egal. Wie auch immer. Ja, sie ist durch die Tür gegangen, sei vorsichtig. Stuhlblatt, sie könnte gefährlich sein. Wirklich jetzt? So, meine Herren, Frau, es geht jetzt weiter mit einer neuen. Nee, es geht einfach jetzt weiter hier mit dem Part. Mensch, Part. Genau. Und wir bleiben einfach jetzt hier ein bisschen drauf angelassen und wir lassen uns einfach jetzt nicht drauf ein, ich lasse mich nicht drauf ein, was ist einfach im Hintergrund passiert bei mir hier in der Wohnung, aber ist egal, ich bin ja hier in meinem Zimmer, aber ich möchte mich einfach hier drauf kümmern und ich möchte mich einfach nicht auf andere Sachen jetzt kümmern, einfach jetzt auf dieses Spiel konzentrieren. Das wäre sehr lieb von dir, vielen Dank, liebes Marilov, Ziel da. Gedanken, ein Flüsschen. Pass auf, dass du Look von meiner Feldmelzeltin. Oh Gott, das ist so ein scheiß Wort, ey. Pass auf, dass du Look von meiner Feldmelzeltin. Meine Fresse, sprich aus jetzt. Brich jetzt diesen doofen, geilen Satz hier aus, bitte. Dankeschön. Dass du Look von meiner Feldmedizin dabei hast, bevor du weitergehst. Feldmedizin, okay. Wo ist denn das? Meinst du, dieses rote Elixier, was ich schon seit sehr langer Zeit bei mir herumtrage. Meinst du dieses Elixier oder was meinst du jetzt bitte schön für ein Elixier? Und das Komische ist, ich kann es besser kommentieren, als ich dachte. Und das ist das vielleicht dieses Feldmedizin gekrempelt hier? Dieses? Ich glaube schon, dass du es meinst. Aber wenn du das gemeint hattest, das habe ich schon genug gehabt. Und warum hast du? Und warum hältst du denn da bitte schön? Warum hast du denn da? Ich habe das Gefühl, du was machst. An der Tür da. Entweder will ein Drache, also ich glaube, der will ein Drache raus und du lässt die aber nicht frei oder sowas, hast du das Gefühl. Hey, brauchst du irgendwas? Nein, nein, nein.
Aber warum hast du denn, was machst du denn bitte schon? Du hast mir noch nicht mal gesagt, was du da machst. Unfreundlich, ey. Alles gut, na Spaß, natürlich nicht. Oh Gott, nicht euer Ernst. Nein. Nicht dein Ernst, oder jetzt, oder? Nicht euer Ernst. Das ist doch keine lila Frau, das ist ein blauer. Das ist eine blaue Frau, oder? Das ist eine, ach, die Schnauze einfach, komm. Jetzt nicht dein Ernst, oder? Das macht ja noch ein Bosskampf mit uns, Lamor. Nicht euer Ernst, oder? Egal, go, dankeschön. Sieh dir mal die Größe von diesen Drachen an. Petz, sieht aus, er sieht nicht auch nicht wirklich freundlich aus. Aber immerhin wissen wir jetzt, woher das Gebrüll kommt. Denke ich auch, ja, denke ich auch. Zack, zack. Aber das ist nicht euer Ernst, oder? Was macht denn die Frau da? Bitte schön. Hat die auch was? Die hat da. Ach, ist das die Böse? Okay, das ist die Böse. Okay, ja, die, doch. Hab ich da gewusst, ob das eine Ulle Frau ist und ob die auch böse ist? Wusste ich doch, ey. Egal, danke schön. Jetzt war ich schon wieder. Ich kann nicht zulassen, dass ich meine Arbeit weiterhin unterbrecht. Petz, sieh mal auf seinen Kopf. Dieser Orb sieht aus wie der von dem tödlichen Nerdler, der uns vorhin angegriffen hat. Dennoch sieht es viel stärker aus und ich glaube nicht, dass meine Waffen es zerstören könnten. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, meine Frauen. Ich glaube auch nicht. Vielleicht könnte ja ein Hammer das auch irgendwie schaffen. Aber ich glaube, Hammer ist ja auch eine Waffe von dir. Also denke ich mal nicht, dass auch ein Hammer bei dir reicht. Oder auch ein Hammer, das auch reicht, um dieses Metalldings da oben zu besiegen. Von diesen Drachen, meine ich halt. Egal, selbst wenn wir daran kommen, wir müssen einen anderen Weg finden, es zu zerstören. Der Glück geredet, dieser Heißräubster steht gänzlich unter meiner Kontrolle. Greift den Jungen an, ich will den Netzflüchter lebendig sehen. Oh Gott, ey. Und jetzt ist er. Ist das echt eine Tauberin? Ach du Kacke, ey, ist nicht euer Ernst, oder? Einfach so spontan gibt's einen Bosskampf, ey. Als ob, oder? Ist egal, ist ja gut, dankeschön. Let's go, genau. Ich bin zu groß, um durch diese Truhebogen zu passen, aber du könntest hindurchkommen, Pet, dann könntest du an diese Druckplatten, an die Druckplatten gelangen. Okay, mach du mal bitte. Genau, mach du mal was. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen, bitte? Ja, was soll ich machen, bitte schön? Was soll ich machen? Jetzt muss ich hier stehen bleiben und was soll ich machen jetzt? Ach du Kacke, was macht die denn da? Was macht der da? Was macht der da? Was soll ich machen? Wen soll ich angreifen? Wen Arschloch? Welchen Arschloch? Ach du Kacke, ich bin jetzt voll überfordert. Was soll ich machen? Soll ich. Ach, okay, den. Komm, du Schlampe, komm her. Yes! Schlange zusammen! Yes! Komm! Yes! Schlange zusammen! Ach komm, ey! Okay, jetzt wird spannend, okay. Es wird spannend. Ich glaube, ich hab's richtig gemacht, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich's richtig gemacht habe. Komm her, komm jetzt her! Verstehen! Ah! Du bist gedownt! Du bist gedownt! Yes! Oh Gott, nee, er hat noch nicht genug. Doch, hat er. Ich weiß nicht. Aber was soll ich machen? Was soll ich überhaupt machen? Aber muss ich den besiegen oder muss ich die Drachen besiegen? Oder welchen Arschloch soll ich besiegen? Ja, es gibt noch einen anderen Teil. Ich dachte, das wäre es gewesen, aber nee, es gibt noch einen anderen Teil von diesem Bosskampf hier. Okay. Hilfe, 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 Hilfe. Ich will nicht besiegt werden von diesem Drecksding, ey. Und was auch immer. Ach so, ich habe verstanden, was ich machen muss. Ich glaube, der Drache hat uns gerade geholfen, weil er hat nämlich die Säule entstanden. Ah, okay, jetzt glaube ich, ja, ich weiß. Also, der Drache, der hier, also unser Drache hat uns geholfen, dass der Drache irgendwie, also dass der Drache, dass der dicke, dicke, nicht der dicke, der dicke, nicht dicke, dicke. Dass der dicke, dass der dicke, 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 dicke Jacke, dass der dicke Jacke, dass der dicke, dass die dicke Jacke, dass die dicke Drache, dass der dicke, dass der dicke, dass der dicke Drache, dass der dicke Drache da hier dieser Säule gehen kann und dass er einfach dann da auch irgendwie da anstoßen kann. Ich glaube, er wird auffällig, wenn man ihn damit irgendwie ein bisschen beleidigt oder er hat auf jeden Fall ein bisschen Angst, wenn man ihn eine Säule oder wenn man einfach eine Säule hier einfach aufstehen lässt, hat er, glaube ich, auch Angst dann. Sie einfach dann möchte er sie zerstört und dann macht er aber selber einen Fehler und dann möchte er auch sie selber besiegen. Okay, ich verstehe schon. Ich glaube, ich muss es mit unseren Drachen einen anderen Podest finden. Also, ich muss ihn einen anderen Podest finden. Ich glaube, wenn sie ist, kommt diese Hexe, da kommt diese Frau wieder raus und die Frau will uns dann umbringen, habe ich das Gefühl. Also, ich glaube, sie lässt den Drachen kämpfen für sie und dann wird auch alles gut gehen. Genau, ich lasse den Drachen jetzt hier. Und der Drache wird gleich auffällig auf diesen komischen Holz, also auf diese komische Steinsäule hier. Und ich glaube, gleich wird auch dieser kleine, dieser dicke, fette Drache gleich auch darauf gleich feuern.
Komm. Komm mal her, kleiner Drache, komm mal her. Genau. Yes. Das war gut von mir. Aber ich weiß. Okay, ich muss besiegen, ne, den Drachen, ne? Komm. Heil einfach, komm. Ach, Kacke, ey, ist nicht ernst, oder? Was ist denn für ein Bosskampf, bitte schon hier, ey? Okay, jetzt wird echt spannend. Scheiße, komm her im Stück. Komm her. Komm her jetzt. Ach du Kacke, ey, okay, ist das spannend, ey. Oh mein Gott, ey, was soll ich machen jetzt? Ach du Kacke, ey. Komm, besieg jetzt, yes! Schlag ihn zusammen! Das darfst du nicht machen, oder? Ach du Kacke, ey, was ist da für eine scheiß Ausweich? Oh Gott, das ist ja voll schwer, oder? Jetzt habe ich besiegt, ey, dankeschön. Und bist umgebracht worden, ja, du bist besiegt. Nee, der hat doch nicht. Der hat doch immer nicht den Look. Ach du Kacke, ey. Und? Bist du down? Nee, bist du noch nicht. Ey. Ich muss diesen Drachen so besiegen. Okay, er hat noch einmal ein Leben. Ich glaube, er hat noch ein Leben. Ich glaube, er hat noch ein Leben. Dann habe ich ihn besiegt. Ich muss der Drache hier da auch gehen. Das muss er auch wieder machen. Genau das gleiche muss er machen. Aber wie beim ersten, beim dritten Mal oder auch beim zweiten Mal muss er jetzt diese Dollar stehen lassen, dass ich nämlich den Drachen damit anlocken kann. Und dass der Drache dann auch da an diesen Säulen, ja, Pfahl, der einfach dann auch dann stößt wieder, dass er sich hier wieder umbringt, dass er sich wieder so ein bisschen verwirren lässt von mir selber, aber ist egal. Komm. Ach komm, ey, das war gemein. Das war ein bisschen Pech gewesen, aber egal. Wie man sieht, ist es ja auch nicht so einfach. Genau. Ach komm, oh ne. Komm. Jetzt kommen wir. Noch nicht. Ich dachte, er kommt, aber nee, er verarscht mich nur. Ich kann nicht sehen, weil ich bin gerade blind vor Augen. Oh Gott, das ist ja ganz schön gemein, ey. Was soll ich machen jetzt? Ja, aber warum denn da? Du musst dich hier entscheiden, du musst hier angreifen, hier. Okay, ich bin jetzt schon wieder überfordert hier mit dem Kampf. Sorry. Ist das auch dann das Ende von der Höhle hier? Ich weiß nicht, ob das dann das Ende von der Höhle ist. Das weiß ich echt nicht. Es kann sein, dass das jetzt Ende der Höhle ist, aber ich bin mal nicht sicher. Du musst hier draufschlagen und nicht auf das andere Zeug. Das wird echt schwer. Das wird sehr schwer, glaube ich noch. Glaube ich jedenfalls. Glaube ich auch. Es wird so schwer, glaube ich. Wie noch nie. Aber jetzt ist es irgendwie schwer, weil ich irgendwie was falsch gemacht habe. Also ich glaube, es gibt ja vier Säulen, habe ich ja auch gesehen. Es gibt ja vier Säulen. Aber ich muss darauf achten, dass ich jetzt die noch gut hinbekomme. Dass ich halt noch die verarschen kann. Mit der Säule hier halt. Man sieht ja, dass es eigentlich insgesamt vier Säulen gibt, aber eine wurde wohl schon einer zerstört. Wie man sieht. Ist komisch, ne? Ja, merkwürdig, finde ich auch. Jetzt. Scheiß nicht da, du musst zu mir kommen, verdammt nochmal, ey, was soll ich machen? Ich bin gleich tot, ne? Und Scheiß, und es ist so schwer gerade einfach, so schwer. Ach komm, oh nein, bitte nicht. Wie kann es denn so schwer sein hier, bitte, das Spiel? Mir bleibt keine andere Wahl, ich muss diesen Trank benutzen, sorry. Obwohl ich es nicht wollte, aber ich muss es machen. Ja, du musst dich hier. Du musst hier hinkommen, hier. Oder soll ich von uns sterben lassen? Du musst dich hier hinstellen. Ich glaube, ich muss es hier, oder? Hier muss ich hier hin. Muss ich mich hier hinstellen? Oder wo muss ich eigentlich jetzt hin? Wo muss ich hin eigentlich? Hier musst du. Hier.
Ja, endlich, ey. Nach 5 Jahren, ey, hat's gedauert, ey. Mensch, ey. Hat das lange gedauert. Aber jetzt kriegst du deine Strafe zurück. Das kriegst du jetzt echt zurück von mir. Ja, jetzt hypnotisiere, jetzt muss ich echt diesen Drecksack hier besiegen. Komm. Okay, ich muss jetzt mal dreimal nutzen, sorry. Ich muss dann dreimal nutzen, mein letzten Trank, okay, mein letzten Trank jetzt. Warum muss ich denn so spannend spielen hier? Ich will nicht so spannend spielen, bitte nicht. Komm, besieg sie, yes, yes, komm, besieg sie, jetzt die Schlampe. Diese Hure, ey. Diese Dreckshure. Komm, jetzt verreckst du. Jetzt verreckst du, yes, zack. Scheiße, ey, scheiße, ey. Was hab ich, was ist jetzt los hier mit mir? Komm, ey. Ich bin lang geworden, aber ist egal. Es war ja nur eine ganze Runde. Komm, jetzt bekriegst du sie. Schlampe, ey. Jetzt bist du die, ja. Besieg die Dreckschlampe, ey. Die Schlampe, ey. Yes. Die ist verreckt, die Schlampe, ey. Ach du Scheiße, war das schwer, ey. Ach du Kacke, ey. Ich hab's, glaube ich, geschafft, ne, oder? Hoffentlich hab ich's geschafft, hoffentlich. Hab ich geschafft, ne, oder? Ja, hab ich. Endlich. Sie ist besiegt. Er ist auch besiegt. Also, der. Ich glaube, sie haben alle keinen Bock mehr. Die zwei Leute hatten gar keinen Bock mehr gehabt. Deswegen ganz gut. Wir haben es geschafft, gepatcht. Also, als wir diesen Orb zerstört haben, haben wir den Heißrübser. Das war echt spannend gerade. Ohne Scheiß, das war echt spannend gerade. Vielen Dank, genau, vielen Dank für alles. Aus ihrer Kontrolle befreit. Ich frage mich, wie viele Drachen sie hier draußen noch hat. Ich muss Higgs informieren. Ich werde ihm gleich eine Streckenpost schicken. Vielen Dank. Boah, hat echt Spaß gemacht gerade. War echt toll auch mit euch zusammen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war echt gerade spannend mit euch zusammen. Und die Feier hatten halt keinen Bock mehr drauf gehabt. Also der Drache war, glaube ich, auch fast am Arsch und er hat sich fast auch verletzt und er war auch fast am Sterben auch. Also wir hatten noch Glück gehabt, dass wir nicht gestorben sind, weil wir hatten auch echt noch weniger KP gehabt. Und sonst hätten wir auch gestorben. Aber ich habe es noch gut hinbekommen. Und wenn das Spiel so schwer wird, dann werde ich ihn jetzt niemals besiegen können. Weil ich habe gedacht, das Spiel kinderfreundlich, aber nee, das Spiel ist voll schwer und das würde ich jetzt niemals den Kindern empfehlen. Aber ich finde es halt schwer. Leider ist es schwer, aber für mich ist es halt auch machbar. Für mich ist es noch relativ machbar. Aber wenn's. Was ist jetzt auf einmal los? Was zum Geier? Jetzt ist unser Drachen einfach verwandelt worden. Was sind eigentlich jetzt los hier, ey? Meine Fresse, ey, auf einmal so spontan verwandelt, genau wie ein Pokémon, ey. Was? Er wurde einfach verwandelt? Wie ist das denn, ey? Alter, wie geil sieht denn aus? Wie geil sieht denn aus jetzt, bitteschön? Alter, wie super sieht er denn aus einfach jetzt? Voll gut, oder? Wow, du kannst jetzt auch schon Blitze verschießen. Da steckst du wieder voller Überraschungen. Ein gewaltiger Wachstumsschub. Neue Fähigkeit. Alter, wie heftig sieht sie bitte aus, meine Fresse, ey, wie gut. Sieht sie bitte auch einfach aus jetzt. Ja, voll gut, oder? Meine Güte, bin ich gerade stolz auf dich, meine Freunde. Und diesen komischen Typ, oder dieser komische Typ, oder ich weiß auch nicht, ob es eine Frau oder ein Mann war. Wir haben sie auf jeden Fall besiegt und wir haben auch gerade Astrid gerettet. Ich bin sehr zufrieden gerade mit meinem Let's Play auch hier. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Part auch hier. Sehr gut gemacht. Bin sehr zufrieden. Jetzt haben wir echt mal was ganz Tolles bekommen. Das war jetzt auch bestimmt das letzte Mal, als wir hier in der Höhle waren. Das war echt ein toller Part auch. Meine Güte, ey. Wir haben halt nur gekämpft, aber wir haben uns auch echt angestrengt. Und der Part ist jetzt schon wieder 18 Minuten lang, ey. Meine Güte. Jetzt der Part ist wieder mal fucking lang geworden, ja, weil ich halt auch gekämpft habe. Aber ist egal, cool. Wir haben das erste Gebiet geschafft, na oder? Ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Gebiete es gibt, aber ich glaube, es gibt wohl mehrere Gebiete vom Spiel. Aber ich glaube, jetzt habe ich erstmal das erste Gebiet geschafft. Also ich glaube, es gibt immer sowas. So ein bisschen wie im Zelda-Universum. Es gibt halt erstmal ein Gebiet, was man draus erkunden kann. Und am Ende gibt es dann so ein Dungeon und dann muss man halt den Boss besiegen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie da. Das ist mir gar nicht eingefallen. Ich habe mir gedacht, ob das so ein ganz komischer Dungeon ist, ohne Kampf und ohne irgendwie Bosskampf, habe ich mir halt irgendwie überlegt. Aber nee, es gab wirklich einen Bosskampf. Hätte ich echt nicht gedacht, aber ist egal, gut zu wissen. Ich erinnere mich daran, dass davon gelesen zu haben, aber wirklich hier oben zu sein und auf deinen Rücken zu fliegen, das ist einfach unglaublich. Ohne Scheiß. Hey, Swibber, wo ist das Patch? Ach, da ist doch, ohne Tarn und der guten Higgs. Ah, wie geil ist das denn gemacht, bitteschön, ey. Ich finde die Idee auch einfach so krass gut gemacht, ne, also ohne Scheiß, dankeschön. Was passiert? Was weißt du denn überhaupt, wie man auf den Sachen reitet? Nicht wirklich, ich bin einfach auf Pets Rücken gesprungen und er brachte ihn uns her. Ah, ich glaube, ich gebe dir mal ein paar Ratschläge, lockere deinen Griff ein wenig, versuch dich zu entspannen und gleich deinen Herzschlag mit Pets Rhythmus an. Beim Reiten geht es nicht um Kontrolle, es geht um Kombination und Vertrauen. Und warum macht ihr zwei auch euch nicht so einen Testflug auf und wenn ihr fertig seid, trefft mich und Urzahn zurück im Lager. In Hafen holme, genau richtig, meine Freunde, vielen Dank. Ihr könnt mir sagen, was geschehen ist.
Ja, machen wir auf jeden Fall. Aber erstmal, weil ich jetzt erstmal den Part auch beenden möchte. Sehr nett von dir. Halte ZR gedrückt, um mit Patch Flügeln zu schlagen. Verwende L, um zu fliegen. Und das auch. Drücke L und R oder R, um eine Rolle zu sch um eine Rolle auszuführen und auch einfach zu machen. Genau, ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Aber cool, dass man auch fliegen kann, wusste ich gar nicht. Ich habe es, glaube ich, schon mal. Ich bin mir halt nicht sicher, aber ich habe es, glaube ich, schon mal im Trailer gesehen. Aber ich bin mir halt auch nicht ganz sicher, meine Freunde, ob ich das schon mal im Trailer gesehen habe. Aber wo kann man denn jetzt einfach aufhören? Wo kann man eigentlich jetzt aufhören mit dem Spiel? Weil ich eigentlich auch mal zu langsam werden möchte, aber es macht wirklich zu viel Spaß, um einfach aufzuhören. Genau, ich würde es gerne beim Laden, beim Lagerplatz einfach beenden. Genau. Okay, dann hören wir auch jetzt zu langsam auch auf. Es war echt eine tolle Party, also ohne Scheiß. Ich hätte verdammt viel Spaß gehabt mit euch zusammen. Also, trinken, 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 dann geht's hier weiter. Genau, vielen Dank. Zaza, Dankeschön. So muss es doch sein. Ich habe so gute Laune, weil ich einfach so gute Stimmung bekommen habe, ey, gerade vom Spiel. So muss es sein, so muss es sein. Und ja, die Höhle war echt cool. Also auch die Musik hat mir so gut gefallen. Also diese coole Ruinenhöhle war einfach unglaublich gut. Jetzt geht es, glaube ich, wieder ein bisschen mehr. Ja, draußen halt. Wieder ein bisschen mehr Action. Verstehe ich. Ich würde aber nächstes Mal jetzt weiter bei Let's Play. DreamWorks Dragons Aufbruch. Neue Reise. Wir hatten echt Spaß gehabt. Ich auch. Also bis zum nächsten Mal bei Let's Play dieses Spiel hier. Also, alle vielen Dank und ciao, danke.